Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Herzlich willkommen zum ersten Gruppenspiel der Gruppe E zwischen Irland und Schweden. Und ja, wir dürfen gespannt sein, was das Match hier bringen wird. Eieiei. Natürlich dreht sich alles mehr oder weniger um den Superstar der Schweden, um Zlatan Ibrahimovic. Heute an diesem Tag hat er zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wo das Video aufgenommen wird, noch nicht bekannt gegeben, ob er wirklich zu Man U geht oder was er macht. Rot-Weiß Oberhausen ist auch immer noch im Gespräch. Und ich habe gehört, als ganz heißer Tipp gilt SV Krai 04, mein Jugendverein. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Nationalhymnen. Jetzt folgt noch die von Schweden natürlich auch. Das war die von Irland. Und da sehen wir ihn, den Topstar, Zlatan Ibrahimovic. Natürlich zahlreiche Fans hier angereist nach Frankreich. Und hier erstmal die Aufstellung von Irland. Randolph, Coleman, Clark, O'Shea, Brady, McCarthy, Walters, Whelan, Hendrick, Hulahan und Long. Und dann folgt die von Schweden. Isaksson, Lustig, Granqvist, Andersson, Bengtsson, Larsson, Lewicki, Kallström, Forsberg, Ibrahimovic und Berg. Andersson war gar nicht dabei. Oh Mann, da habe ich den Namen falsch vorgelesen. Ich habe nur das Son gelesen und dachte, das wird bestimmt Andersson heißen. Das war's aber natürlich nicht. Jetzt gucken wir mal, wer Anstoß hat. Es sieht so aus, als hätte Irland Anstoß. Leiter der Partie ist Jérôme Muguiri aus Frankreich. Und der Anstoß wird von Irland erfolgen. Und der Ball rollt, meine Damen und Herren. Der Anstoß ist erfolgt. Irland gegen Schweden. Das erste Gruppenspiel der Gruppe E. Hier bei der EM 2016 in Frankreich. Die Irländer wollen auch direkt Gas geben hier mit Brady. Fulalan. Whelan. Kann er den Ball nochmal von der Linie kratzen? Kann flanken! Und dann gibt's die erste Ecke in der vierten Spielminute. Hier für die Iren. Lewicki hatte da zur Ecke geklärt. Jetzt dürfen wir gespannt sein. Brady bringt die Ecke in die Mitte. Und da gibt's auch direkt die nächste Ecke. Also nach Ecken steht sie schon 2-0 für Irland. Aber natürlich noch nicht nach Toren. Und noch ist ja keins gefallen. Brady erneut mit der Ecke. Da ist kein Ire zur Stelle. Jetzt dürfen sie mal von der anderen Seite die dritte Ecke. Machen sich hier direkt mal ganz gut fest am 16er. Natürlich ist Angriff meistens die beste Verteidigung. Besonders wenn die Schweden da vorne Zlatan Ibrahimovic haben. Da hat man natürlich Respekt vor, gar keine Frage. Das gehört sich aber auch vielleicht so. Und jetzt Brady von der anderen Seite. Ja, die kam auch nicht unbedingt gut. Jetzt gibt's halt nur noch einen Wurf. Langsam arbeiten sich die Schweden vor. Wenn sie so weitermachen, sind sie vielleicht in der 12. Spielminute vorm Tor. Wer weiß es schon. Jetzt hier erstmal der Einwurf ausgeführt. Hulahan, Hendrick, Whelan, wieder Hendrick auf Brady und dann ist der Ball erstmal weg. Berg jetzt hier auf Granqvist zu Kallström. Der auf Forsberg.
Der probiert den Seitenwechsel, aber da hat Hendrick aufgepasst und kann jetzt hier am ersten vorbeigehen, weiter auf Long. Der verliert den Ball dann aber. Wieder Forsberg jetzt auf Bengtsson. Ah, das war schlecht. Schlechter Pass auf Kallström da. Da kann man da nichts machen. Und jetzt Brady über links vielleicht mal. Ah, passt hier wieder rüber mit dem Fehlpass. Kallström auf Forsberg. Wieder Kallström. Weiter zu Bengtsson. Forsberg. Schickt ihn mal Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic geht in den 16er. Ibrahimovic mit der Flanke. Oh, das war nix. Da wurden die Iren noch nicht slatanisiert. Einwurf wird es jetzt geben. Für die Schweden. Forsberg. Auf Bengtsson. Der will da vorbeigehen, kommt aber nicht vorbei. Aber nächster Einwurf. Die Iren konnten den Ball nicht wirklich gut klären. Und deswegen gibt es direkt den nächsten Einwurf auch ungefähr von selber Position wie vorher. Jetzt hier Kallström. Auf Lewicki. Zu lustig. Krankquist. Auf Ibrahimovic. Der hat sich immer ein bisschen fallen lassen, den Ball gefordert. Larsson. Auf Lewicki. Wieder Ibrahimovic. Lewicki. Ibra. Ibra mit dem Schuss. Oh, da ist die erste Bude. Zlatan Ibrahimovic zlatanisiert die Irländer hier und macht das 1:0 für die Schweden. Schönes Tor. Aber da muss man Ibrahimovic natürlich auch angreifen. Den darf man da nicht so freilassen, weil dann macht er die Bude. Und der Keeper eigentlich ohne Abwehrchance. Dem sind da keine Vorwürfe zu machen. Er, der Abwehr, der hätte man den Ball wegblocken müssen. Alles probieren müssen, dass der Ball nicht Richtung Tor geht. Aber da wurde scheinbar nicht genug getan. Deswegen steht es hier 1:0. Für Schweden. Und jetzt müssen die Iren natürlich irgendwie nachsetzen mit dem Schuss. Aber knapp am Tor vorbei. Dann kriegen sie den Ball nicht komplett gut auf den Fuß. Und ja, dann geht er knapp vorbei. Der Keeper guckt nur hinterher. Denkt sich nur seinen Teil. Und jetzt, ja, konnte Long den Ball nicht im Tor unterbringen. Das wäre es natürlich gewesen, direkt im Gegenzug das 1:1 zu machen. Aber ist natürlich auch nicht einfach, ne? Das muss man halt einfach auch mal sagen. Berg jetzt hier, Ibrahimovic, wieder Berg. Auf Lustig. Zu Larsson. Berg. Larsson. Auf Granqvist. Lustig. Weiter zu Lewicki. Der steckt durch für Larsson. Larsson könnte jetzt flanken. Larsson flankt. Wohin geht diese Flanke, meine Damen und Herren? Wohin geht diese Flanke? Forsberg jetzt am Ball. Ah, da macht er einen Hackentrick und keiner will den Ball dann wirklich haben. Und am Ende hat sich dann ein Ire den Ball geschnappt. Und jetzt aber wieder die Iren mal, vielleicht Coleman auf Houlahan, wieder Coleman, Houlahan. Jetzt vielleicht mal auf die linke Seite rüber, aber das sehen sie nicht so. Der Ball immer noch auf rechts. McCarthy jetzt hier vielleicht. Guckt zumindest mal, was da auf der anderen Seite geht. Und jetzt doch über rechts mit Walters. Walters mit dem Schuss! Aber genau in die Arme von Isaksson. Und der kann den Ball dann problemlos nach vorne schießen. Aber wieder die Iren direkt im Ballbesitz. Da konnten sich die Schweden erstmal nicht durchsetzen. Jetzt hier McCarthy mit ein bisschen Platz. Raus auf Hendrick. Der vertändet den Ball dann. Ja, er vertändet ihn. Einwurf für die Schweden. Jetzt fällt mein Gamepad runter. Weil es die ganze Zeit nur auf meinem Bein lag. Oh Mann, oh Mann. Bengtsson jetzt am Ball. Auf
Forsberg. Ah, dann schießen die sich gegenseitig ab, aber halten den Ball etwas glücklich. Lustig. Jetzt Ibrahimovic vielleicht mal. Nein, der verliert direkt den Ball. Diesmal ist man direkt früh drauf gegangen. So muss man es auch machen, wenn man gegen Ibrahimovic bestehen will. Direkt drauf und sich nicht austanzen lassen und was weiß ich. Und jetzt wieder die Schweden im Ballbesitz mit Isaksson auf Bengtsson. Weiter auf Kallström. Der sieht Forsberg, Ibrahimovic. Jetzt wird er wieder nicht direkt angegriffen, aber spielt trotzdem den Fehlpass. 2 Minuten Nachspielzeit gibt es hier in der ersten Hälfte. Long jetzt hier nochmal. McCarthy. Vielleicht geht da noch was für die Iren. Brady, Hendrick. Hendrick im 16er. Hendrick legt ab für McCarthy. McCarthy an die Latte. An die Latte. Da war Isaksson noch dazwischen zum Glück. Und deswegen geht der Ball hier nur an die Latte. Deswegen steht es hier 1-0 für die Schweden gegen Irland. Und ja. Mann. War das nochmal ein Ende von der ersten Hälfte. Da ist Ibrahimovic auch nicht ganz zufrieden natürlich. Weiß selber, da hätte es auch 1-1 stehen können zur Halbzeit. Das ist nur dem Torwart und der Latte zu verdanken, dass es da noch 1-0 für die Schweden steht. Hier sehen wir nochmal den Einlauf der beiden Mannschaften. Alle waren mal wieder fokussiert auf das Spiel, haben gewartet, dass der Anpfiff endlich erfolgt. Er erfolgte dann auch. Dann gab es auch relativ schnell die ersten Chancen. Und in der 20. Minute hat sich Ibrahimovic ein Herz gefasst und das 1-0 geschossen. Der Keeper ohne Abwehrchance. Hier sehen wir nochmal eine Chance der Iren. Wir sehen gar nicht die Latte, oder? Sehen wir die jetzt noch? Ich weiß es nicht. Hier ein Foul. Kallström hat ein bisschen am Trikot gezogen. Und deswegen, ja, steht es 1-0 zur Halbzeit. 50-50 Ballbesitz, Passgenauigkeit auch genau gleich. Torschuss haben die Schweden sogar weniger. Also effektiv sind sie eigentlich statistisch gesehen schlechter. Aber sie haben halt Ibrahimovic, der dann auch mal eine Bude macht aus knapp 20 Metern in der 20. Spielminute. Und ja, so einen braucht man dann vielleicht auch für Irland. Und ja, Irland hat halt nicht so einen Spieler, wo man denkt, boah. Deswegen steht es hier 1-0, meine Damen und Herren. Und die zweite Halbzeit läuft doch schon. Der Ball ist bei den Iren. McCarthy jetzt hier am Ball. Coleman. Waters. Wieder Coleman. Coleman tanzt da ein bisschen. Clark. McCarthy. Long. Hendrick, weiter zu Brady. Ach, ich habe auf der falschen Seite gelesen. Die Schweden hatten ja schon wieder den Ballbesitz. Oh Mann, tut mir leid. Jetzt haben aber die Iren wieder mit Hendrick und Whelan, Brady, McCarthy, Clark, Brady. Houlahan, McCarthy, Whelan, vielleicht kriegt Houlahan hin, ja, kann ihn weiterleiten zu Hendrick. Hendrick müsste jetzt flanken, flankt nicht. Da gibt es Ecke für die Iren, weil der Ball noch abgefälscht war. Und ein Wechsel, die Nummer 8 geht raus, Lewicki und für ihn kommt Hiljemark. Hiljemark, also neu im Spiel für Lewicki in der 56. Spielminute. Relativ früher Wechsel, muss man sagen. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn man so früh wechselt. Aber naja, manche wollen es halt so. Und Lewicki war scheinbar ausgepowert. Oder ein verletzungsbedingter Grund kann auch sein. Jetzt hier erstmal die Ecke von Brady. Ist ja schon, ich glaube, die 4. Ecke oder 3. Ich weiß es nicht, aber auch die ist ungefährlich. Isaksson kann den Ball da problemlos abfangen. Jetzt weit und hoch auf Ibrahimovic. Der weiter für Forsberg. Emil Forsberg.
Weiter für Berg. War der im Abseits? Ich glaube ja. Jedenfalls sagt der Linienrichter auch ja. Markus Berg da etwas im Abseits. Wir sehen es nochmal. Ja, das war Abseits. Kann man nicht leugnen. Und Berg hatte auch gar nicht wirklich ja irgendwie protestiert. Von daher alles in Ordnung. Die Schweden führen ja auch noch 1-0. Von daher werden die sich da am Ende vielleicht auch nicht so sehr drüber aufregen. Jetzt hier Brady am Ball auf McCarthy. Der für Hendrick. Hendrick kann den Ball da verarbeiten auf Brady. Brady im 16er. Dann ist der Ball aber weg. Jetzt vielleicht die Schweden wieder über Larsson. Sieht er gut Kallström. Forsberg. Wieder Kallström. Hiljemark auf Lustig. Larsson jetzt am Ball. Oh, was ist das für ein Pass auf Berg? Ist doch klar, dass der nicht ankommt. Das war, ja, viel zu locker, meine Damen und Herren. Und auch nicht gut platziert. Jetzt vielleicht aber mal die Schweden wieder. Mit Kallström. Kallström weit und hoch. Aber da ist dann ein Kopf der Iren dazwischen. Jetzt hier Houlahan, McCarthy. Houlahan. Ah, da verliert er den Ball. Jetzt hier der nächste Wechsel. Ah, sogar ein Doppelwechsel, oder? Sieht ganz so aus. Hier sehen wir, Keane kam rein für Long und McGeady für Hendrick. Das habe ich nämlich gerade übersehen. Forsberg jetzt hier am Ball. Hiljemark. Kallström. Ibrahimovic kriegt den Ball da abgenommen. Ibra wird jetzt relativ früh immer angegriffen. Da haben sie aus ihren Fehlern scheinbar gelernt, die Iren. Ich meine, ja, war ja auch nicht so gut, dass man den Fehler erstmal einmal gemacht hat, bevor man rausgelernt hat. Das muss man eigentlich schon vorher wissen, dass man den direkt angehen muss. Ah, jetzt hier immer noch 1-0 für Schweden. Die Iren nochmal im Ballbesitz mit Keane. Brady. Raus auf McGeady. McGeady mit der Flanke. Kopfballchance, aber zur Ecke geklärt. In letzter Sekunde. Vor dem einköpfbereiten Iren konnte ein Schwede gerade noch den Ball zur Ecke klären. Das war schon knapp, würde ich sagen. Und jetzt kommt die nächste Ecke. Wieder Brady. Ah, Schuss! Oh, gehalten. Isaacson kann den Ball da problemlos halten und haut ihn jetzt wieder weit nach vorne. Da ist Ibrahimovic. Aber sonst ist da keiner weit und breit. Nur Iren. Und jetzt haben die Iren auch erstmal wieder den Ball. Mit Coleman. Vielleicht geht jetzt das. Walters. Walters mit der Flanke. Kopfball! Tor! 1-1! Hier bei Irland gegen Schweden. Es war, glaube ich, Keane, der auch relativ frisch erst im Spiel ist. Mit dem Kopf auf jeden Fall. Keane ist so ein bisschen auch was wie der Nationalheld der Irländer. Ja, es war Keane. Oh Mann, oh Mann. Ausgerechnet Keane macht das 1-1. Ist ja so ein bisschen der Nationalheld der, der Iren. Aber natürlich nicht so krass wie Ibrahimovic bei Schweden. Aber naja, 1-1 steht's hier, meine Damen und Herren. In der 78. Spielminute. Kallström jetzt auf Hiljemark. Kallström, Berg. Jetzt Houlahan auf Keane. Zu Whelan.
Brady, die Iren wollen es jetzt wissen. Weiter auf McGeady. Zu Brady. Brady verliert den Ball erstmal, bekommt ihn aber direkt wieder. Jetzt hier auf Coleman. Jetzt vielleicht mal über die rechte Seite mit Waters. Waters könnte wieder flanken. Waters flankt nicht, zieht in den 16er, schießt. Aber Isaacson kann den Ball da problemlos abfangen. Und jetzt Ibrahimovic auf Berg. Wieder Ibrahimovic. Kommt er sogar ran? Zeigt er auch an, ich habe nichts gemacht. Abseits vom Berg, oder? Kein Abseits gepfiffen? Doch, es wird gepfiffen. Relativ spät erst. Deswegen immer noch 1:1. Hier in der 87. Spielminute. Ja, wieder klar Abseits. Muss man einfach sagen. Berg stand jetzt, glaube ich, schon zweimal im Abseits. Und der nächste Wechsel jetzt hier. Die Nummer 2 geht, die Nummer 5 kommt. Auch da sehen wir wieder erstmal nicht die Namen. Ah, die werden uns jetzt gleich natürlich oben links wieder eingeblendet. Oder? Ja, Olson kommt rein für Lustig. Und damit haben wir den Wechsel auch verkünden können. Sind ja beides relativ defensive Spiele, Olsen und Lustig. Hildremark jetzt hier am Ball. Auf Larsson, wieder Hildremark. 3 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Geht hier für eine der beiden Mannschaften vielleicht noch was? Hildremark. Johansson. Hildremark. Olsen jetzt hier vielleicht. Kommt er ran? Er kann den Ball noch da mehr oder weniger von der Linie kratzen. Hildremark, Ibrahimovic wird wieder nicht angegriffen. Und der Schuss aber am Tor vorbei. Und das bedeutet auch gleichzeitig den Schlusspfiff. Schweden und Irland trennen sich mit 1:1 hier im Gruppenspiel der Gruppe E. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao!